Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Forest. Wir sind immer noch dabei, unser Haus von innen ein bisschen einzurichten. Wir machen hier quasi gerade die Thiele Wittler, nur dass wir nicht rollen, sondern gehen. Entschuldigung, der war böse gewesen. Ach nee, Steine brauchen wir gar nicht. Egal, sammle ich trotzdem ein. Wir brauchen nochmal ein paar Stickies. Und Rehfell müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal beschaffen. Und das muss ich mal schauen, weil ich in der letzten Folge nicht auf den Timer so genau geachtet habe. Die Folge müsste 57. Eine Stunde. Ab einer Stunde 7 muss ich die Folge beenden. Mann. Ich muss mir echt mal hier irgendwie so eine Eieruhr aufstellen oder sowas, damit ich genau weiß, wann hier Folgenende ist und so. Gut, den kann ich nicht mal mitnehmen. Ach, hier wachsen die Bäume jetzt nach, sehe ich gerade. Okay. Auch sehr schön. So, wir haben in der letzten Folge ja auch noch das schöne Baumhaus gebaut. Ich weiß noch nicht, irgendwas kann man da bestimmt auch noch reinbauen. So als Aussichtsposten oder sowas kann man das ja sicherlich gut nutzen oder so. Alter, wie viele Stickies man dafür einfach braucht, das ist unfassbar. Gibt es irgendeine Methode, um mehr Stickies mitzunehmen oder allgemein... Was ist denn jetzt los? Schnauze! Ah, der Mann kommt auch gleich mit an. Alter, was ist denn hier los? Junge, ich habe deine Frau nicht betrunken. Ich bin weg. Tschüss. Ja, fängt der... Ist klar, ein Mann. Nicht gegen die Wand rennen. Schlage ich hier mein eigenes Haus gerade. So. Wo denn? Ach, da bist du. Du brauchst nicht die Luft schlagen, ich bin hier. Genau, spring die Klippe runter. Komm, spring runter. Ja, komm, spring, spring. Kommt er da wieder hoch? Na klar, der kommt da einfach mit so einem gekonnten Sprung. Da robbt er sich. Na komm, genau, geh runter. Tschüss. Was ein Pfosten. Was war das denn gerade? Er lebt noch. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt plötzlich gewesen war. Wahrscheinlich... Dachte der Mann, wahrscheinlich die Frau hat wahrscheinlich gesagt, ah, da hat mich jemand letztens in der Bar belästigt. Oh, ich habe mein Haus ein bisschen zerstört. Ah, da hat mich letztens jemand in der Bar belästigt und so. Und der sah wohl höchstwahrscheinlich wie ich aus, wie es aussieht. Und dann sagt der Mann wahrscheinlich wohl, ah, den Typ, den hole ich mir. Das war wohl eine Verwechslung gewesen. Ja, das ist blöd. Ja, da, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das will ich nur mal kurz angemerkt haben, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, der ist da selbstständig runtergelaufen. Ich war's nicht gewesen. So, wo waren wir gerade? Stickies. Gibt's ja echt nicht, Alter. Das wirst du hier plötzlich. Alter, das ist ja echt unglaublich. Ich glaube, das eine sind ja auch Kannibalen, das andere sind einfach nur Wilde, ne? Also diese grauen Typen, die wir in der letzten Folge gesehen haben. War das die letzte? Ja, die letzte Folge, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Das waren, glaube ich, Wilde. Und das waren jetzt hier die Kannibalen, die hier auch, wohnen. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass die NPCs hier nicht wirklich... Also es gibt ja die Dörfer und die halten sich ja teilweise dort auch hier und dort mal ein bisschen auf. Aber ich würde es cool finden, wenn sie auch mal ein bisschen mit dem Dorf interagieren würden. Beziehungsweise sich mal irgendwo ins Lagerfeuer setzen oder da gerade irgend so eine Leiche grillen, was weiß ich. Das fehlt mir noch so ein bisschen, weil die laufen einfach nur dumm über die Insel rüber und mehr... Ja, das war es ja schon eigentlich. Wisst ihr was? Du kommst jetzt mit. Ich geh da rein. Alter, der Typ, ne? Weißt du was, ich droppe dich hier mal. Es sieht ein bisschen falsch aus, wie der dicke Balken da zwischen ihren Beinen hängt, aber... Ja, gut. Der... Ja. Gut. Nimm noch mehr Stickies mit, bitte. Können wir einen Stein? Ja, können wir. Sieht schon... Hör auf zu atmen, Mann! Alter, ich kriege die ganze Zeit so Paras bei dem Typen, ey. Kann er sich nicht mehr vorher ankündigen, wenn er irgendwie atmet? Achtung, ich atme jetzt. Hey, du kleiner Hase, du! Komm doch mal her. Ich glaube, den brauchen wir sowieso für... die Sitze. Die Stühle meine ich.
könnten eigentlich gleich mal... Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue mal eben kurz eine Hasenfalle auf. Wo bauen wir? Die laufen wir hier mal ganz gerne rum. Weil unten ja sowieso. Ich glaube, ich baue mal unten eine Hasenfalle auf. Ich will eigentlich ganz gerne mal wissen, was jetzt mit dem Typen eigentlich passiert ist. Naja. Wo stellen wir dann am besten mal die Falle auf? Hier so, hier. Hier kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Hier so, ja. Sind hier nicht Federn? Eine. Hasenfalle, da muss ich mal ganz kurz schauen. Lagerung, Essen. Käfig, das ist ein Käfig. Wassersammler müssen wir auch nochmal bauen. Trockengestell, Garten. Unterkünfte, Feuer. Ah, hier, Hasenfalle. Aber nur Hasenfalle, ne? Ist nur für Hasen. Dürft ihr nicht vergessen? Dass sie immer auf diesen Dingen da landen, ne? Jetzt fängt es auch noch an zu pissen, ist ja unfassbar. Ich stell das Teil hier mal so hin, ja? So. 31 Sticks braucht das Teil, Alter! Aber wir brauchen natürlich auch die Hasen, das ist das Problem. Kurze Frage. Haben wir noch was zu essen? Ich schau mal eben ganz kurz, weil unsere Ausdauer ist mal wieder voll für den Arsch. Oh, ein Knochen. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen nass. Ich glaube, wir dürfen das Zeug auch nicht zu lange da drinnen liegen lassen. Das ist einfach die Sache. So, ein paar Sticks brauchen wir. Oh, das mit dem Laufen, ne, das ist... Ja, schütt dir nochmal eine Cola rein und dann läuft das wieder. So. So. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Ja. Ach, da ist gar nichts dran. Wie witzig die Bäume so hin und her schwanken. Wenn ich jetzt so... Der macht voll den geilen Move dabei. So, das war's auch schon. Dann bauen wir uns eben die Hasenfalle fertig. Und ich glaube, nach dieser Folge mache ich auch erstmal... Genau, mache ich, glaube ich, auch erstmal Ende, weil ich wollte heute noch streamen. Heute ist ja Samstag, also wenn ich das Ganze hier gerade aufnehme. Ist ja Samstag. Und Samstag ist ja immer Streamtag. Ab 18, 19 Uhr ungefähr. Ugh. Die ist hin und her gelaufen, das ist... Boah. So. So. Es wird schon wieder so dunkel. Ich sehe auch gerade, bei mir ist das Bild ja immer so ein bisschen heller. Ich habe keine Ahnung, warum, wird wohl am Bildschirm liegen. Aber in der Aufnahme ist es gerade, glaube ich, arschdunkel. Ich weiß gar nicht, ob man das Gamma hier nochmal höher stellen kann. In den Einstellungen. Da muss ich gleich nochmal schauen, eigentlich. Müsste ja eigentlich gehen, ne? So. Reicht das? Natürlich nicht. Natürlich fehlt uns ein einziger Stock und den kann man auch nicht hier irgendwie aufheben, weil er auch nur ein Stock liegt. Nein, das geht nicht. Das geht nicht, Alter. Wie geil die Wolken gerade aussehen. Voll realistisch, ey. Jö. Ich muss aber sagen, ich finde es schön, dass jetzt auch mal die Kannibalen und die, also die Oompa Loompas, grob gesagt, dass sie uns hier auch mal ein bisschen besuchen kommen. Finde ich gut, finde ich gut. Das habe ich in der, ja, erste Staffel kannst du es ja auch nicht nennen, in den alten Folgen habe ich das Ganze immer so ein bisschen vermisst, dass sie nie hierher kamen irgendwie. Weil das macht ja auch so ein bisschen Reiz aus, ne? So, eine Hasenfalle.
Oh, geh in dein Haus. So. Wir waren beim Stuhl dabei, ne? Zwei Sticks. Ich schau gerade. Ach, guck mal, die Leuchtpistole haben wir ja auch noch. Interessant. Ah, die Taschenlampe wurde, glaube ich, ein bisschen geupdatet. Die macht jetzt nicht mehr so einen merkwürdigen Schein. Das sieht jetzt wesentlich realistischer aus. Finde ich gut. Finde ich gut, aber ich glaube, die Batterie geht ja auch leer, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Eigentlich können wir auch mal eben pennen gehen. Mache ich aber nicht, weil ich doof bin. So. Also wie geil der Mond aussieht. Weil es sieht ganz ehrlich gesagt, es sieht mehr... Ich frage mich ja gerade ernsthaft, warum der Mond vor den Wolken ist. Also wäre mir neu, dass der Mond so eine enge Umlaufbahn hat um die Erde, aber... Das sieht wirklich aus, gerade wie so eine Kugel, die vor den Wolken lang schwebt. Ja. Wenn die Wolken jetzt davor wären, dann würde es cool aussehen. Wenn er so leicht verschwommen wäre. So. Boah, Alter, das ist so nicht dein Herz. Soll ich mich ducken oder was? Ach, guck mal, die gute... Die Annette ist auch noch da. Das ist die Texas Patty. Hasenfell fehlt uns, ne? Super. Ist vielleicht schon jemand in der Falle? Nö. Nö. Weißt du was, ich geh mal eben kurz pennen, ja? So. Dann packe ich auch mal ganz schnell hier die... Feuerzeug muss ich ja, glaube ich, stattdessen auswählen. Es sieht aber besser aus als vorher, finde ich. Also als ich die letzten paar Male damals gespielt habe, damals vor allen Dingen, als ob das jetzt schon Jahre her wäre, da sah das, glaube ich, noch nicht so gut aus, das Wasser, mit der Sonne. Da kamen ja auch wieder ein paar Updates. Haben wir eigentlich noch was zu eaten? Machen wir uns nochmal eben kurz was. Haben wir noch... Oh cool, wir können uns Blätter braten. Ja, sauber, geil. Blätter wollte ich schon immer mal gebraten essen. Geil, gebratene Blätter. Aber wir haben ja zum Glück hier unsere Texas Patty, die wir hier gleich mal auf den Grill schmeißen. So. Ih, die stinkt ja schon. Ih, die fliegen. Igitt, igitt. Guten Tag, Ibims, der Fleischer. So, einmal hier. So, haben wir den Kopf hier auch. Ach nee. Wo ist denn der Kopf? Der geile Rumpf, den nehme ich natürlich wieder mit. Den geilen Rumpf, den packe ich mir hier mal wieder unter den Tisch. Da ist noch... Warum ist da noch ein Stück vom Bein? Ich habe keine Ahnung. So, die kann da ja vor sich hin vegetieren. Ist so okay. Ich werde jetzt aber erstmal essen. Komm, so schlimm ist die jetzt auch nicht, Mann. Die hat da eine Woche hingegammelt, aber sonst ist alles gut. Ach, stell die nicht so an. Ich glaube, der vermisst das Gourmet-Essen bei sich zu Hause. Ey, Vogel. Ey, Vogel. Ey, Vogel. Vogel. Ey. Der hat wohl einen Vogel. Glaube ich halt nicht. Wollen wir... Ja, komm, wir sammeln nochmal ein paar Sticks und... Sticks. Sticks. Hier sind Sticks. Boah, diese Lecks zwischendurch. Huch, kann ich keine mehr mitnehmen? Hm. Na komm, geh da rein. Gehst du da rein? Danke sehr. Genau, hier braucht man Hasenfell. Dann mache ich das Bett hier nochmal. Aber es wird langsam. Es wird langsam, ne? Guck mal, hier der Ofen ist fertig. Aber da konnte man auch immer Feuer drin machen, oder nicht? Oder müssen wir das da selber jetzt reinsetzen? Das wäre mir auch neu.
Hier, packen wir das einfach mal. Das ist unser Hausfeuer. Das ist unser Kamin hier. Glaube, das ist so ein Leuchtfeuer, ne? Ich glaube, das soll die Ureinwohner irgendwie anlocken. Ich habe keine Ahnung. Ich pack das nochmal rein. Geht das? Das geht tatsächlich. Ich war der Meinung, da war sogar mal von alleine eigentlich. Also so schon eigentlich ein Feuer drin, ne? Ganz merkwürdig. Naja. Da auf der Insel. Kommt man da eigentlich hin? Da müsste man echt eigentlich mal so eine Brücke hinbauen. Das wäre voll geil, wenn wir uns da niederlassen. Alter, das wäre ein bisschen problematisch, Baumstämme rüber zu bekommen, aber das wäre schon geil. Es wäre schon geil. So, ich hatte hier doch irgendwo noch Sticks gehabt. Was ist denn jetzt in der Hand? Keine Ahnung. Jo. Flop, 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 flop. Flop, flop, flop. Okay, das war's schon. Nun gut. Dann mal auf, zurück zum Haus. Ja, jetzt. Ah, diesmal ist er reingegangen. Diesmal ist er so sogar reingegangen. Das finde ich schon mal sehr gut. So, brauchen wir hier noch irgendwie. Ah, hallo? Kann ich hier sehen? Ich kann hier nicht sehen, was ich noch brauche. Naja. Ja, was brauchen wir hier eigentlich noch? Ach genau, nur noch 7 Hirschfelle. Alter, nein, Alter. Ach scheiße, ich wollte eigentlich das Lagerfeuer da machen. Na, doof. Na, doof. Ich will mal ganz kurz schauen, was es hier eigentlich so alles noch gibt. Also. Boden. Uno momento. Ich will mal eigentlich ganz kurz was ausprobieren. Ich würde hier mega gerne so einen Steg haben. Weißt du, der hier so lang geht. Kann man das hier irgendwie gerade ranbimseln? So ein Holzsteg, der hier runter geht, wisst ihr? Das wäre ja schon geil eigentlich. Fundament. Wenn man hier so. Boah, das wäre schon cool, ne? Wenn man jetzt hier. Also, ich probiere gerade nur aus, ne? Deswegen. Wenn ich jetzt hier so. Es hat schon was, ne? Aber wenn, dann müsste ich das nochmal ordentlich machen. Dass das hier schön auf der Höhe vom Haus ist. Ich mache das erstmal weg. Aber das wäre eine coole Idee, vielleicht für die nächste Aufnahme. Wenn wir das Haus natürlich fertig haben. Erstmal eine Sache fertig machen. Alter, hier läuft echt gar keine Heißer rein. Sonst latschen sie hier mal rum wie die Idioten. Und jetzt gar nicht mehr, die verarschen mich einfach nur. Sind hier wieder Federn. Keine Federn mehr, das ist doof. Finde ich schade. Naja. Jetzt geht er rein, Mann. Rein. Danke. Da fliegen ja sogar Fliegen drum. Igitt. Ich glaube, die Alte müssen wir mal entsorgen. Hier aus dem Fenster raus. Tschüss. Oh nee, jetzt hängt die hier vom Fenster. Oh nee. Ich baue mir hier nochmal so ein Loch. Das würde mich jetzt mal interessieren. Hängt die da unten jetzt? Ich glaube, die hängt da. Ja, guck mal, da baumelt das Bein. Das nicht vorhandene Bein baumelt da. Ist ja wundervoll. Na, ganz klasse. Jetzt haben wir eine stinkende Leiche vorm Fenster. Ist schön. Ist schön. Na gut, Freunde. Dann würde ich aber an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Tote Frauen und, Ja, da weiß ich selber eigentlich gar nicht mal, was ich da sage. Ja, auf jeden Fall, wenn es mal wieder heißt, tote Frauen und viel Gebaue. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.